Herzlich willkommen zu deiner heutigen Yogastunde. Vinyasa Flow, open your mind. Der Geist sollte grundsätzlich immer offen sein in einer Yoga-Praxis, ansonsten ist es reiner Fitnesssport oder Fitnessübungen. Ich möchte dich dennoch einladen, dass du in der heutigen Stunde ganz besonders das beobachtest, was sich dir zeigt und ganz besonders beobachtest, wie sich deine Gedanken verändern, wie sich dein Körper verändert, wie sich vielleicht auch deine emotionale Stimmung verändert und natürlich auch, was energetisch in dir passiert, wenn wir heute hier zusammen Yoga praktizieren. Open Your Mind schließt auch mit ein, dass man eine gewisse Offenheit und eine gewisse Neugierde allen Dingen, die auf uns zukommen, entgegenbringt, ohne vorher zu be- oder zu verurteilen, ob etwas gut oder ob etwas weniger gut ist, sondern dass ich mich neugierig und offen all den Dingen erstmal zeige und im Nachhinein immer noch entscheiden kann, wie es gewirkt hat. Du kennst es sicherlich auch, dass man manchmal denkt, oh, das will ich lieber nicht. Und dann hat man sich durchgerungen, es dennoch gemacht und gemerkt, wow, das war ein tolles Erlebnis. Und so möchte ich dich auch einladen, wenn du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle heute möglicherweise an deine Grenzen kommst oder es Übungen sind, die du so überhaupt gar nicht magst oder wo der Körper fest ist, wo der Körper nicht möchte, offen, neugierig, einfach diesen Dingen begegnen und schau mal, was passiert, wenn du mit einer offenen Einstellung an eine Haltung herangehst, die vielleicht für dich ganz individuell abwandelst, vielleicht auch einfach mal eine Pause machst, wenn du merkst, das ist zu viel, wie sich die Stimmung verändert, wenn man positiv bleibt. Das ist meine Einladung an dich heute und auch meine Intention für diese heutige Stunde. Open your mind, hebe dein Bewusstsein auf ein anderes Level. Finde bitte zu einem Sitz deiner Wahl, die Wirbelsäule möchte gern gerade sein. Roll die Schulter nochmal großzügig nach hinten und nach unten. Heb dein Herz, wir nehmen das offene Herz definitiv heute mit und bleibe achtsam, offen, neugierig in deinem Geist. Bring gern deine Hände vor dem Herzen zusammen, die Daumenwurzel berührt das Brustbein. Schenk dir einen Moment der Stille, der Einkehr und des Ankommens in deiner Yoga-Praxis. Nimm wahr, was jetzt gerade präsent ist. Auf den verschiedenen Ebenen deines Seins. Und werde dir bitte an dieser Stelle noch einmal bewusst, warum du heute Yoga praktizierst und mit welcher ganz persönlichen Absicht, Intention du in diese Stunde hineingehst. Lass diese Intention zu deinem Mantra in dieser Stunde werden. Open your mind. Atme tief und vollständig ein. Und wenn du magst, dann töne ein leises oder ein lautes Om, um deine Praxis zu beginnen. Atme tief ein, lang wieder aus. Ein zu Beginn. Löse bitte die Handflächen voneinander, leg die Hände auf deine Oberschenkel ins Gyan Mudra. Beginn mit dem Ujjayi-Atem, dich auf deine Atemtechnik auch heute einzustimmen, sodass du auf jeden Fall den Atem deine Körperbewegung anführen lässt. Lass den Atem den Rhythmus finden, gib diesen Rhythmus nicht vor, sondern folge einfach deinem eigenen Atemrhythmus. Finde das Geräusch in deiner Kehle, lass es sanft sein, lass es leise und gleichmäßig sein. Und komme mit jedem einzelnen Atemzug mehr und mehr auf deiner Yogamatte an. Ein offener Geist beobachtet,
Ein offener Geist bewertet nicht. Lass die körperliche Stille langsam nach innen vordringen. Werde innerlich ruhiger, werde innerlich gelassener und löse dich innerlich von all deinen Rollen, Identifikationen, Aufgaben, Verpflichtungen des Alltages. Wenn du möchtest, kannst du gern den Fokus in der heutigen Praxis zum Punkt zwischen den Augenbrauen lenken, wann immer du bemerkst, dass du unruhig wirst, unmotiviert wirst, wann immer du bemerkst, dass deine Aufmerksamkeit woanders hinwandert. Beginnen drei Runden Kapalabhati. Diese Atemtechnik soll dir bekannt sein. Wenn nicht, dann kannst du gerne einfach in der Ujjayi-Atemtechnik erstmal weiter praktizieren und dir vielleicht die Kapalabhati-Atemtechnik nochmal anderweitig aneignen. Wirbelsäule, bleib bitte ganz gerade, atme ruhig und tief ein, lang wieder aus. Zwei Runden mit ungefähr 1,5 Minuten und die dritte Runde mit 2 Minuten dieser Ausatemstöße. Atme ruhig ein, lang wieder aus. Und dann fülle die Lungen zu 2/3 und beginne in deinem eigenen Atemrhythmus. Die Wirbelsäule bleibt gerade, die Schultern bleiben hinten, nur die Bauchdecke bewegt sich aktiv zurück mit dem Ausatmen, der Einatmen passiv. Und es geht nicht um Schnelligkeit, es geht nicht um Quantität, sondern es geht darum, die Freude, die du bei allem hast, was du tust. Bleib dabei, noch eine halbe Minute kraftvoller Ausatemstöße. Kapalabhati schürt das Feuer in uns und führt uns in die Konzentration. Ganz einspitzig darf der Geist werden. Bleib dabei. Ausatemstöße, noch 5, 4, 3, 2, 1. Atme tief und vollständig aus. Halte den Atem für einen Moment aus. Atme tief und vollständig ein und ruhig wieder aus. Spüre einen Moment nach. Zweite Runde Kapalabhati noch einmal 1 Minute. Wirbelsäule bleibt gerade. Atme ruhig und tief ein, lang wieder aus. Fülle die Lungen zu 2/3 und beginn mit kraftvollen, aktiven Ausatemstößen 1 Minute. Ich mache es mit. Die letzten 20 Sekunden bleib dabei kraftvoll. Du brauchst nicht schnell praktizieren, aber qualitativ hochwertig. Kraftvolle Ausatemstöße. Die letzten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vollständig ausatmen. Alle Luft rauslassen. Tief und vollständig wieder einatmen, dich aufrichten, Herz heben und lang wieder ausatmen, einen Moment nachspüren. Beobachte jede kleine Veränderung körperlich, geistig, emotional, energetisch.
Wie verändert sich dein Atem nach jeder Runde Kapalabhati? Dritte, letzte Runde, wenn du magst, 1,5 Minuten, wenn nicht, dann finde deine eigene Praxis, vielleicht ein bisschen weniger oder mit Pausen. Atme ruhig und tief ein, lang wieder aus und dann fülle die Lungen zu 2/3 und beginn 1,5 Minuten. Wenn du möchtest, kannst du mit jedem Ausatemzug Mula Bandha setzen. Das wirst du heute brauchen in der Praxis. Mit jedem Ausatemstoß setz den Beckenbodenverschluss, mit jedem Einatmen wieder lösen. Und so pumpst du, aktivierst auch diesen Bereich, wärmst diesen Bereich auf und entfachst noch mehr das Feuer, als würdest du mit einem Blasebalg jetzt vor dem Feuer stehen und dein inneres Feuer noch mehr anfachen mit Mula Bandha. Die letzten 40 Sekunden bleib dabei, gern mit Mula Bandha, mit jedem Ausatemzug kraftvolles Kapalabhati. Und langsam wieder ausatmen. Vollständig ausatmen. Ruhig und lang und tief wieder einatmen. Einen Moment den Atem innehalten, ganz still werden. Und loslassen. Einen Moment nachspüren in diese feine Stille nach Kapalabhati Pranayama. Open your mind, bleib offen im Geist, beobachte, wann du mit deinen Gedanken wegwanderst und wohin. Was ist wichtiger, als hier zu sein? Welche Bewertungen kommen? Vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Kritik. Dir selbst gegenüber, anderen gegenüber. Beobachte alles offen und neugierig. Es ist nichts gut, es ist nichts schlecht, es ist einfach. In diesem Sinne, öffne deine Augen. Wir bereiten den Körper ein kleines bisschen vor und dann wird es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein kleines bisschen intensiver, sodass wir einen schönen Bogen schaffen in dieser Stunde, den Körper aufwärmen, den Körper mitnehmen, den Körper herausfordern über das Gleichgewicht mit der Konzentration und dann den Bogen langsam wieder nach unten bringen Richtung Shavasana. Komm bitte in Baddha Konasana, die gewinkelte, gebundene Winkelhaltung, bring deine Fußsohlen aneinander, erhöhe gern das Gesäß, ich werde nicht so viel Details jetzt sagen, weil ich davon ausgehe, dass du schon eine gute Basis geschaffen hast. Wenn du deine Füße nicht greifen kannst, greifst du bitte deine Fußgelenke oder deine Unterschenkel. Wenn du deine Füße greifen kannst, der Rücken möchte gerade bleiben, greif gern deine Füße. Und dann atme ein und bring deine Knie nach oben. Atme aus und einfach aus der Kraft deiner Muskeln, also eine aktive Dehnung, die Knie ziehen nach unten. Ruhige Bewegungen ein, Ujjayi-Atem führt, ausatmend, lass die Knie nach unten sinken. Das mach einige Male ganz bewusst, es geht nicht um Schnelligkeit. Präsenz ist die fortgeschrittene Technik des Yoga. Ein
und wieder aus. Jede Haltung, ganz egal, ob du sitzt, ganz egal, ob du meditierst, ganz egal, ob du den Kopfstand oder den Handstand praktizierst, sollte leicht gehen. Das heißt nicht, dass man nicht üben kann und auch wahrscheinlich muss, um in eine oder die andere Haltung hineinzugehen. Aber das Üben sollte immer Freude bereiten. Das Üben sollte immer eine gewisse Prise Leichtigkeit mit dabei haben, mit der Vorfreude auf das, was kommt. Und so nimm auch diese Leichtigkeit hier mit rein in diese Übung, auch wenn die Hüften vielleicht fest sind, auch wenn die Bewegungen sich vielleicht schwer anfühlen, freu dich auf diese oder über diese Bewegung und die ganz leichte Öffnung und Dehnung, die du wahrscheinlich jetzt schon langsam hier spüren kannst. Bring bitte langsam die Knie nach unten, halte die Dehnung aktiv, die darf jetzt ruhig spürbar sein, richte dich nochmal auf, schieb das Herz nach vorne, open your heart und dann bleibe offen im Geist und geh ganz leicht mit dem Oberkörper nach vorn, intensiviere so die Dehnung mit dem offenen Herzen und geh ganz leicht hier wieder zurück aus der Haltung heraus, der Dehnungsimpuls wird ein bisschen weniger. Der Atem führt. Ruhige Bewegung, es geht nicht um Tiefe, sondern dass du spürst, dass die Vorbeuge hier aus der Hüfte kommt. Das heißt, der Rücken bleibt so gut es geht gerade. Also nicht so nach vorne sinken, sondern gerade Rücken, das Herz führt dich hier in diese Vorwärtsbeuge hinein. Noch 3, 4 dieser Bewegung. Die ruhige Bewegung, der Atem führt. Und dann komm langsam nach oben, spüre einen Moment in Baddha Konasana hinein, jetzt, nachdem du schon einige Momente hier drin warst. Und dann erlaube langsam deinen Beinen sich wieder zu schließen, nutz dafür deine Hände und komm aus dieser Haltung heraus bitte in den Vierfußstand hinein. Du brauchst vielleicht heute an der einen oder anderen Stelle einen Gurt und die Blöcke, sodass du es gerne an den vorderen Mattenrand legen kannst. Du kommst in den Vierfußstand und hast bitte gut aufgefächerte Hände, dass du einen guten Halt hast. Du drückst die Fingerkuppen, Zeigefinger und Daumen fest in den Boden hinein, genauso wie die Grundgelenke. Einatmen, bring den Blick und dein Herz nach vorn. Ausatmen, lass den Rücken einmal rund werden. Einatmen in die Öffnung des Herzens hinein, ausatmend den Rücken rund werden lassen. Mach das einige Mal in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmend in die Kuh, ausatmend in die Katze. Ein fokussierter Geist und wieder aus. Ein und wieder aus. Achtung, löse bitte deinen rechten Arm, dein linkes Bein vom Boden, komm in die diagonale Katze, spüre dich hier fokussiert, ausatmen, Bauchmuskulatur ist aktiv, zieh dich in die Körpermitte hinein nach oben. In diesem Rhythmus einatmen, strecken, ausatmen, Körpermitte aktivieren, alles nach innen und nach oben ziehen. Einatmen, strecken, ausatmen, nach innen, nach oben. Dein Atem führt, ruhige Bewegung. Noch 2. Ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Einatmen, hier kurz halten, spüren, präsent sein. Ausatmen, setz die Hand, das Knie zum Boden, lass den Rücken einmal ganz rund werden. Einatmen, heb den Blick, heb dein Herz, setz die Zehen um, schieb dich in den ersten herabschauenden Hund. Lass die gesamte Körperseite sich aufdehnen, stemm deine Hände fest in den matten Boden hinein, sodass du Raum entwickelst in deinen Achselhöhlen. Öffne den Brustkorb, öffne dein Herz, indem du tiefe, bewusste Atemzüge hier hineinnimmst.
Atme ruhig und gleichmäßig ein. Löse aus dieser Haltung bitte dein rechtes Bein nach hinten oben, Schultergürtel bleibt aktiv. Ausatmend, hol dir das rechte Knie zur Brust und dann bring den rechten Fuß rüber zur linken Seite, setz deine linke Hüfte zum Boden, dreh dich langsam zur linken Seite auf, sodass du jetzt geöffnet bist und aufgerichtet bist. Zieh den linken Arm nach oben und öffne das Becken weit nach oben. Ausatmend, setz deine rechte Hüfte wieder zum Boden. Einatmen, in die Öffnung hinein. Der linke Fuß und deine rechte Fußaußenkante stemmen fest in den Boden hinein, um hier das Becken nach oben zu bringen. Mach es in deinem eigenen Atemrhythmus ein, in die Öffnung. Wunderbare Kräftigung der Beine und Öffnung der Hüften und aus, wieder zum Boden zurück. Noch einmal mehr ein und ruhig wieder aus. Letztes Mal so einatmen, in die Öffnung, hier bleiben, öffne die Vorderseite deines Körpers, open your mind, bleib bewusst präsent. Ausatmen, bring die linke Hand langsam wieder Richtung Boden zurück und tritt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, bring die Knie Richtung Boden zurück, Blick und Herz nach vorn. Ausatmen, den Rücken ganz rund werden lassen. Einatmen, linker Arm, rechtes Bein gehen von der Körpermitte weg, Seitenwechsel, ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammen. In deinem eigenen Atemrhythmus, ein und wieder aus. Ein, Bauchmuskulatur aktivieren mit dem Ausatmen. Noch zwei. Einatmen, streck den linken Arm, dein rechtes Bein, setz ausatmend die Hand und das Knie zum Boden, lass den Rücken ganz rund werden. Einatmend, heb den Blick, heb dein Herz. Ausatmend, schieb dich nach hinten, nach oben in den herabschauenden Hund. Drück die Hände fest in den Boden, als wolltest du die Matte wegschieben und spüre, was sich hier in den Körperseiten dabei verändert. Und dann löse bitte das linke Bein nach hinten oben, der Schultergürtel bleibt aktiv. Und dann holst du dir das linke Knie zur Brust und dann schiebst du den linken Fuß rüber zu deiner rechten Seite, setzt die linke Hüfte zum Boden, stellst den rechten Fuß auf, bleibst hier in der Öffnung und bewegst dich langsam nach oben. Ausatmen, Gesäß wieder absetzen, einatmen, in die Öffnung hinein. Und in die Öffnung. Das Ganze noch zweimal. Stabile Füße, stabile Körpermitte, stabiler linker Arm, Schulterblätter wandern aufeinander zu. Einmal noch in die Öffnung hinein. Hier halten und spüren. Und dann bring langsam deine rechte Hand wieder zum Boden zurück. Schieb dich nach hinten und nach oben und in den herabschauenden Hund. Einatmen, bring die Schultern über die Handgelenke in die Planke. Ausatmen, Knie, Brust, Beinchen. Einatmen, Bhujangasana, kleine Kobra, Schultern gehen zurück. Ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Ruhiger, tiefer Atem hier ein, ruhiger, tiefer Atem wieder aus. Drück die Hände fest in den Boden, Finger sind gespreizt. Löse bitte dein rechtes Bein nach hinten oben heraus. Setz den rechten Fuß hinter den linken zum Boden. Löse das linke Bein, schieb das linke Bein weit nach hinten oben heraus. Setz den linken Fuß hinter den rechten. Rechtes Bein heben, rechten Fuß hinter den linken setzen, linkes Bein nach hinten oben und hinter den rechten Fuß und so weiter. Ein und wieder aus. Kreuze deine Beine, indem du immer wieder
das Bein, was oben ist, den Fuß hinter das andere Bein aufstellst. Und hier achte darauf, dass der Schultergürtel aktiv bleibt. Jede Seite noch einmal. Und dann kannst du langsam das Bein zum Boden bringen, wieder in den herabschauenden Hund kommen und einmal die Knie öffnen, Richtung Boden zurück in die Haltung des Kindes. Und hier beweg mal deine Handgelenke in kleinen Kreisbewegungen vor und zurück. Du kannst auch die Hände einfach nach hinten nehmen, dann ist das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher. Dann bringst du die Hände wieder nach vorn, atmest ein, kommst bitte nach oben in den Vierfußstand hinein, atmest weiter ein, hebst dein Herz. Ausatmen, lass den Rücken rund werden, setz das Gesäß auf deine Fersen. Einatmen, heb die Arme weit nach oben und ausatmen, wieder zurück auf deine Fersen. Öffne bitte die Kniematten weit. Einatmen, geh nach oben, bring die Körpervorderseite in die Öffnung hinein. Ausatmen, setz dich tief. Bauch zieht leicht nach innen. Einatmen in die Öffnung. Ausatmen, hier wieder zurück. Achtung! Dein rechter Arm, bringst du weit nach oben und greifst mit der rechten Hand deine rechte Ferse. Die linke Hand ziehst du vor dem Körper nach oben und langsam wieder das Gesäß absetzen. Die linke Hand geht zu deiner linken Ferse, der rechte Arm geht nach oben in die Öffnung. Und der Arm geht wieder zurück, dabei geht das Gesäß nach unten. Rechte Hand greift die rechte Ferse, du öffnest hier und langsam wieder zurück. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus, behalte die Freude und die Leichtigkeit in der Bewegung, im Atem ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Und du entscheidest, wie schnell du das Ganze machen möchtest oder wie langsam. Wichtig ist, dass du immer deinen Atem mitnimmst. Noch einmal pro Seite. Ein in die Öffnung. Aus. Wieder nach unten. Wenn du beide Seiten ausgeglichen praktiziert hast, bringst du beide Arme weit nach oben, bringst deine Knie wieder hüftgelenksweit auseinander, bringst dann deine Hände in den unteren Rücken hinein, Ellenbogen gehen zusammen und öffnest hier nochmal abschließend deinen Brustkorb, dein Herz. Ruhiger Atem, Steißbein zieht nach unten, wenn du möchtest, nur eine Idee, eine Einladung, bringst du den linken Arm weit zurück, einatmend, leicht aus der Haltung herauskommen, linke Hand geht an den unteren Rücken, rechter Arm zieht nach oben und zurück. Einatmen nach oben in den Wechsel, ausatmen zurück. Ein und wieder aus. Jede Seite noch einmal. Ein und wieder aus. Beckenboden ist bitte super aktiv. Letztes Mal so. Einatmen und wieder ausatmen. Und dabei setzt das Gesäß einfach auf die Fersen. Komm in den Fersensitz. Vajrasana. Und spüre hier einen Moment nach. Bleibe offen in der Beobachtung. Was ist gerade körperlich? Welche Gedanken? Emotional, energetisch. Und dann komm bitte in den Vierfußstand, bring dein Herz nach vorn, schieb das Gesäß nach hinten in den herabschauenden Hund. Atme ruhig und tief ein und dann kannst du gern den Blick nach vorne nehmen und langsam nach vorne laufen zu deinen Händen. Endlich eine vertraute Haltung, Bewegung, halbe stehende Vorwärtsbeuge ein und ausatmen, Kopf und Schultern hier entspannen. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge,
Ausatmen, wieder loslassen. Und noch einmal so. Einatmen, öffnen, Länge erzeugen. Ausatmen, loslassen, dabei jetzt die Knie etwas mehr einbeugen und das Gesäß weit nach hinten schieben. Spür die Dehnung hier in den Oberschenkelrückseiten. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Halbe stehende Vorwärtsbeuge hier bleiben und dann kannst du aus dieser Haltung heraus den rechten Arm nach vorne bringen, den rechten Arm über oben nach hinten zur rechten Hüfte, linken Arm nach vorne über oben nach hinten zur linken Hüfte und dann richte dich langsam nach oben auf, zurück in Tadasana. Einen Moment stehen und spüren. Ich möchte noch ein kleines bisschen reingehen in die Hüften, das Ganze mit einer Bewegung verbinden und damit am Gleichgewicht arbeiten und an deiner Konzentration. Du bringst die Hände, du stellst dich quer auf die Matte, du bringst die Hände vor dem Herzen zusammen und stehst hier erstmal in Samasthiti, ziehst die Schultern einmal zurück, findest deine Körpermitte, dein Zentrum, dein Herz sowieso, richtest die Aufmerksamkeit aus. Atme ruhig und gleichmäßig tief ein, lang wieder aus. Atme tief ein, mit dem Ausatmen löse bitte dein rechtes Bein, setz den rechten Fuß weit zurück, bring das rechte Knie zum Boden, halte hier den Oberkörper ganz, ganz gerade. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte zurück und wechselst die Seite ganz geschickt, nimmst den linken Fuß, setzt ihn nach hinten, bringst das linke Knie zum Boden. Und das machst du in deinem eigenen Atemrhythmus. Arbeite am Gleichgewicht, such dir am besten einen Fixpunkt am Boden, setz den hinteren Fuß weit zurück und das Knie zum Boden, wirst es in den Oberschenkeln und in deinen Hüften spüren. Und damit es jetzt hier kein schweißtreibendes Workout ist, bleibst du ganz sanft im Geist und ganz bewusst in dieser Bewegung und im Atem. Ruhige Bewegung, konzentrierte Aufmerksamkeit. Mach das gern und noch so dreimal pro Seite und übe dich in der Balance, wenn du in der Bewegung bist. Dafür brauchst du einen offenen Geist. Zurück und wieder nach oben. Zurück und wieder nach oben. Letztes Mal zurück. Wieder nach oben und wieder nach oben. Steh, spüre einen Moment hinein in Tadasana. Ruhige ein, lange wieder ausatmen. Ein, Erdung spüren, wieder aus. Komm bitte wieder zurück zum vorderen Mattenrand. Einatmen, bring die Arme weit nach oben, ausatmen in die Vorbeuge. Halbe stehende Vorwärtsbeuge, großer Schritt zurück, Liegestützposition. Ausatmen, kannst du dich wie ein Brett ablegen. Einatmen, Bhujangasana, aus, zurück, Adho Mukha Svanasana. Ein und ruhig wieder aus. Löse bitte den rechten Fuß nach hinten oben. Halte den Schultergürtel gelevelt. Hol dir bitte den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Setz dich einmal tief in die Sprinterhaltung. Lass jedoch das linke Knie, so es dir möglich ist, in der Luft und arbeite hier an der Öffnung deiner Hüftbeugemuskulatur links. Zieh die hintere Ferse weit nach oben über deine Zehballen. Richte den Blick nach vorne aus. Einatmen hier, ausatmen wieder nach hinten und nach oben. Wieder das Bein nach vorne bringen, tief setzen und wieder nach hinten und nach oben. Bring den Fuß nach vorne zwischen deine Hände, lass die hintere Ferse oben, richte dich hier einmal gut auf in den hohen Ausfallschritt hinein. Atme tief ein, mit der Ausatmung, dipp mit dem linken Knie nach unten, Hände gehen dabei nach hinten, einatmen, zieh dich nach oben. Open your mind, bleib offen in deiner Präsenz, einatmen nach oben,
Ausatmend hier das Knie wieder zum Boden. Einatmen nach oben, hier bleiben und einmal öffnen in Virabhadrasana 2, setz dich tief. Setz dich tief und bleibe zur langen Mattenseite geöffnet. Einatmen hier, ausatmen, tief setzen. Einatmen in die Seitbeuge hinein, Beine bleiben so, wie du sie ausgerichtet hast. Ausatmend in Uttita Parshvakonasana. Einatmen in die Seitbeuge. Ausatmen Uttita Parshvakonasana. Letztes Mal einatmen und ausatmen, Uttita Parshvakonasana, hier bleiben. Ruhiger Atem, gleichmäßiger Atem, tiefer Atem. Setz dich eventuell noch ein bisschen tiefer hinein, bring den linken Arm zurück, zieh den Oberkörper nach oben, Virabhadrasana 2. Einatmen hier, ausatmen, langsam das Bein strecken, den Abstand ein ganz kleines bisschen kleiner machen und Uttita Trikonasana schließen lassen. Der Blick kann nach unten gehen oder nach vorn. Bring deine Schulterblätter zusammen Richtung Wirbelsäule, bleibe seitlich geöffnet. Einatmen hier, ausatmen, greif mit der linken Hand deinen rechten Oberschenkel, bleibe offen in der linken Seite. Ruhiger Atem, tiefer Atem, gleichmäßiger Atem. Nimm den Blick nach unten, einatmen, heb deinen rechten Arm vom Boden ab, nach oben, parallel zum Boden, spür, wie die Rumpfmuskulatur arbeitet. Komm einmal nach oben, lass die linke Hand hier und öffne dich in die Seitbeuge nach links. Richte dich auf und dann dreh bitte deinen rechten Fuß im 90-Grad-Winkel und du drehst den linken Fuß einmal um, ebenfalls im 90-Grad-Winkel. Du öffnest dich in Virabhadrasana 2, du veränderst gerne den Abstand wieder ein bisschen weiter, setz dich hier tief, kommst hier erstmal an, fokussierst deine Aufmerksamkeit zum Punkt zwischen den Augenbrauen oder zu deiner linken Hand. Und aus dieser Ausrichtung heraus gehst du in die Seitbeuge hinein. Öffne jetzt die linke Körperflanke. Ausatmen zurück in die Uttita Parshvakonasana Haltung. In deinem eigenen Atemrhythmus seitliche Öffnung. Beine bleiben weit offen, Becken bleibt tief. Das linke Knie bleibt nach außen rotiert. Noch einmal so. Tiefe, bewusste Atemzüge, langsame, kontrollierte Bewegung. Nimm jegliche Anspannung in deinem Körper wahr und atme in diese Anspannung hinein. Es darf wackelig sein, es darf auch mal zittern. Und dann kannst du aus dieser Haltung heraus nach oben kommen, Virabhadrasana 2. Und dann kannst du einmal dein vorderes Bein strecken und den Abstand ein kleines bisschen kleiner machen für Trikonasana, Uttita Trikonasana. Kleb deine Schulterblätter zusammen Richtung Wirbelsäule, bleib seitlich hier geöffnet. Wenn du möchtest, nimmst du die rechte Hand zu deinem linken Oberschenkel, ziehst dabei deine rechte Schulter noch mehr zurück. Die rechte Hüfte noch mehr über die linke. Gern kannst du den Blick nach unten nehmen. Atme ruhig und gleichmäßig tief ein. Lang wieder aus. Löse den linken Arm vom Boden parallel zum Boden. Halte hier. Einatmen, richte dich langsam nach oben auf und dann dreh bitte einmal komplett rüber zur rechten Seite. Einatmen, löse die hintere linke Ferse und tritt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, bring die Schultern über die Handgelenke, dein Vinyasa. Du entscheidest, wie du heute praktizieren möchtest. Ausatmen, wir treffen uns im herabschauenden Hund. Und dann kannst du aus dieser Haltung heraus den linken Fuß nach oben nehmen, den linken Fuß nach vorne setzen und hier mit dem Becken tief hineingehen in die Sprinterhaltung auf der anderen Seite. Setz dich tief,
Blick nach vorn ausgerichtet. Und dann löse den linken Fuß wieder nach hinten und nach oben. Und setz den linken Fuß kontrolliert wieder nach vorne zwischen die Hände. Becken geht tief. Linker Fuß wieder nach hinten und nach oben. Und dann kannst du hier den linken Fuß wieder nach vorne setzen zwischen deine Hände. Zieh die hintere Ferse nach oben und richte dich hier einmal auf. Setz dich tief in diesen hohen Ausfallschritt. Atme tief ein. Ausatmen, dipp das rechte Knie nach unten Richtung Boden. Einatmen, wieder nach oben. Konzentrierter Geist, bleibe offen. Ganz egal, was der Kopf dir jetzt alles erzählt, wie anstrengend das ist oder was auch immer deine Gedanken sein mögen. Ein wunderbares Zusammenspiel zwischen Körper und Atem und natürlich die Ausrichtung des Geistes. Ein letztes Mal, ein, wieder aus. Einatmend richte dich auf und ausatmend löse das Ganze bitte auf, zurück in den herabschauenden Hund. Ein Vinyasa, ausatmen, deine Variante. Ein und wieder aus. Löse bitte das rechte Bein nach hinten oben. Hol dir das rechte Knie zu deinem rechten Handgelenk. Das Knie kann noch so ein bisschen außerhalb des Handgelenkes gehen. Und dann richte dich hier ein für einen Moment in der Taubenposition, in der einbeinigen Taube. Den hinteren Fuß kannst du ablegen. Atme tief ein. Mit der Ausatmung bring Länge in die Wirbelsäule und komm nach vorn. Ruhiger Atem. Gleichmäßiger Atem. Tiefer Atem. Einatmen, richte dich langsam wieder auf. Bring den Oberkörper mehr und mehr in die Aufrichtung hinein und dann löse bitte deinen linken Fuß vom Boden. Greife mit der Hand und wenn du möchtest, greifst du mit der Hand von oben auf den Fuß und bringst die Ferse mehr und mehr Richtung Gesäß, Richtung linker Hüfte. Tiefer Atem. Ankommen hier. Präsenz im Augenblick, Dehnung spüren, mit dem Körper zusammenarbeiten. Wenn du weitergehen möchtest, eine Möglichkeit, nimmst du dir den Gurt. Wenn nicht, arbeitest du gern an der vorhergehenden Variante. Wenn du möchtest, nimmst du jetzt den Gurt einmal in deine linke Hand und öffnest dich hier. Und jetzt kannst du wunderbar den rechten Arm mit hinzunehmen, um hier in die Haltung hineinzukommen. Und jetzt atme ruhig und gleichmäßig tief. Die Zehen können so ein bisschen geflext sein, da schützt das Knie und hält zudem den Gurt recht gut. Atme tief, zieh die Ellenbogen nach oben zusammen und strebe mit den Ellenbogen nach oben Richtung Decke. Steißbein ist aktiv, beziehungsweise Beckenboden, Steißbein zieht nach unten. Ruhiger, gleichmäßiger Atem ein. Und wieder aus. Ekka Pada Raja Kapotasana. Einatmen hier, ausatmen, langsam lösen, Hilfsmittel beiseite legen, aus dem Gurt herauskommen und dann löst das Ganze auf, zurück in den herabschauenden Hund und bring wieder die gesamte Rückseite deines Körpers in die Länge hinein. Ein Vinyasa oder du bleibst im herabschauenden Hund oder wenn dir die Kraft langsam ausgehen sollte, bitte zurück in die Haltung des Kindes. Deine Variante, deine Übungspraxis. Schau, was du brauchst. Immer im Hintergrund mit Leichtigkeit und Freude. Und dann kannst du aus dieser Haltung den linken Fuß nach oben bringen und das linke Knie gern zu deiner linken Hand. Gern auch das Knie ein bisschen weiter außen setzen, dann hat die Hüfte ein bisschen mehr Platz. Hier ankommen, gern wieder unterstützen, wenn du das brauchst. Ausrichten, Beckenknochen zeigen nach vorn und dann geh hier mit langem Rücken in die Vorbeuge hinein. Genieß die Dehnung etwas. Tiefer Atem in deine linke Hüfte hinein. Drei Atemzüge hier. Ruhig, gleichmäßig, tief. Zieh die linke Hüfte tendenziell nach hinten, die rechte ein kleines bisschen nach vorn.
Und dann kannst du langsam dich wieder nach oben aufrichten. Dann kannst du gern mit deiner rechten Hand den rechten Fuß greifen, eventuell hier bleiben. Oder wenn du möchtest, bringst du die rechte Ferse mehr und mehr zu deiner rechten Hüfte. Schau mal, ob es hier Unterschiede gibt in der Oberschenkelvorderseite. Kann gut sein, dass die eine Seite leichter geht als die andere. Halte hier oder bleib auch einfach hier. Wenn du weitergehen möchtest, nimmst du gern den Gurt um deinen rechten Fuß herum, drehst im Schultergelenk, hebst den rechten Ellenbogen nach oben, bleibst vielleicht hier oder nimmst die linke Hand hinzu und dann kannst du hier wunderbar an der Taube arbeiten. Mula Bandha ist gesetzt, Steißbein zieht nach unten, Ellenbogen bewegen sich aufeinander zu. Ruhiger, gleichmäßiger Atem ein, ruhiger, gleichmäßiger Atem wieder aus. Herz und Geist offen halten. Und dann kannst du langsam aus der Haltung herauskommen, den Gurt beiseite legen und ausgleichen. Bitte zurück in den herabschauenden Hund. Entweder hier bleiben, Haltung des Kindes, oder noch ein Vinyasa anschließen. Ausatmen, einatmen und wieder ausatmen. Und dann kannst du den Blick nach vorne nehmen, langsam nach vorne laufen zu deinen Händen. Halbe stehende Vorwärtsbeuge, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, richte dich nach oben auf. Ausatmen, die Arme über die Seite bringen, einen Moment stehen und nachspüren. Ruhiger, gleichmäßiger, tiefer Atem. Es kommt noch eine klitzekleine Herausforderung und dann gehen wir Richtung Mattenboden und bereiten das Ganze wieder langsam ab. Du kommst bitte in Tadasana und in Tadasana nimmst du bitte den rechten Arm nach vorn, den linken darüber für die Garudasana-Arme. Wenn das so nicht geht, kannst du gern diese Variante wählen oder auch hier mit einem Gurt einfach die Lücke hier schließen. Du richtest dich auf, seitlich ausgerichtet, die Ellenbogen gehen nach oben, Bauch zieht nach innen, Steißbein nach unten, atme ruhig, gleichmäßig, tief ein, fokussiere dich und jetzt löse dein rechtes Bein und setz das rechte Bein weit zurück, ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorn, weit zurück in den hohen Ausfallschritt hinein und dann ziehst du dich nach oben und ziehst das Knie mal nach oben, wieder nach hinten und einmal wieder nach oben. Übe dich im Gleichgewicht. Open your mind. Du brauchst deine ganze Aufmerksamkeit und Konzentration. Es geht wieder nicht um Schnelligkeit. Hier und nach hinten. Einmal noch nach oben. Das kann auch mal wackelig sein. Und dann setz den Fuß zurück, löse die Arme, bring die Arme nach unten und komm hier in die Krieger-3-Position. Du kannst gern die Hände zum Boden setzen. Du kannst aber auch einfach hier bleiben oder die Hände zurückgeben. Ruhiger Atem. Ein und wieder aus. Ein und ausatmen, langsam wieder lösen, zurück in Tadasana. Nachspüren, ankommen, Seiten wechseln. Linker Arm geht nach vorn, rechter Arm darüber, Garudasana Arme hier. Atme ruhig und tief ein, komm an mit dem Ausatmen. Wenn du deine Mitte gefunden hast, nimmst du den linken Fuß. Wenn du merkst, du bist sehr, sehr wackelig hier, dann geh nur so weit, wie es möglich ist. Vielleicht arbeitest du auch erstmal einfach nur hier. Wenn es dir gelingt, kannst du natürlich auch tiefer hier hineingehen. Den linken Fuß zurücksetzen und linkes Knie nach oben. Wieder zurück und wieder nach oben. Einige Male so. Noch zwei. Konzentration, Atem mitnehmen, so gut es geht. Und dann setz den linken Fuß zurück, löse
die Arme, komm in die Krieger-3-Haltung mit den Händen am Boden oder vielleicht auch hier, du kannst das Knie auch gebeugt lassen, wenn du möchtest, die Arme nach unten, finde einfach eine angenehme Position hier. Und ausatmen zurück in Tadasana. Einmal tief einatmen, Schultern zurückrollen, ruhig wieder ausatmen. Langsam wieder runterfahren, den Atem sich beruhigen lassen. Öffne deine Füße 45 Grad, komm in Malasana hinein, die Hocke. Wenn das so nicht geht, nimm dir bitte ein Kissen unter das Gesäß oder setz das Gesäß auch gern auf den Boden. Wir fahren langsam das System wieder runter und machen mit einer kleinen Hüftöffnung weiter, so wie wir begonnen haben. Bring die Ellenbogen an die Innenseite deiner Beine, richte den Scheitelpunkt aus, schließe deine Augen. Tief atmen hier. Das Steißbein zieht nach unten, Scheitelpunkt nach oben. Fokus ist der Punkt zwischen den Augenbrauen. Leichtigkeit bewahren. Wenn du merkst, du bist eher angespannt in der Haltung, variiere, verändere sie. Bleibe nicht in einer angespannten Haltung, sondern finde für dich eine Haltung, wo du Freude hast, wo der Körper öffnet und nicht fest wird und schließt. Und dann bring die linke Hand zum Boden, die rechte Hand auf das Knie. Dann kannst du hier in eine ganz sanfte Drehung hineingehen oder wenn du möchtest, greifst du mit der linken Hand nach hinten, mit der rechten die linke und bleibst in dieser gedrehten Variante. Ruhiger, tiefer Atem. Komm, einatmen, langsam wieder zur Mitte zurück. Ausatmen, Seitenwechsel. Erste Variante so. Zweite Variante, nimmst du bitte die linke Hand und greifst damit die rechte. Achte darauf, dass du das Gewicht in beiden Füßen gleichmäßig verteilt hast und nicht in den Vorderfuß hineinrutscht, sondern wirklich auch die Außenkante des Fußes gleichmäßig mit Gewicht belastest. Öffne dich zur linken Seite und komm langsam wieder zur Mitte zurück. Setz das Gesäß zum Boden und streck die Beine einmal aus. Öffne die Beine weit, lass den Rücken ganz, ganz gerade, nimm die Hilfsmittel gern auch etwas unter die Knie, wenn die Beine sich nicht strecken lassen. Zehen zeigen nach oben, Oberschenkel aktiv, wenn die Beine ausgestreckt sind. Und jetzt stell mal deine Hände in deine Oberschenkel hinein, schaff mal Raum hier in den Hüftgelenken. Du weißt, du erinnerst dich, die Vorbeugen kommen immer aus der Hüfte. Das erreichen wir jetzt hier mit, du erzeugst Länge und kommst mit dem Ausatmen nach vorn. Gehst einatmend schon wieder zurück, um ausatmend tiefer zu gehen, auch wenn es nur gedanklich ist. Der Geist ist viel, viel größer als der Körper. Und ausatmend wieder nach vorn. Einatmen und wieder aus. Wenn du körperliche Grenzen spürst, dann geht es nicht darum, die körperlichen Grenzen so zu überwinden, dass du den Körper verletzt, sondern es geht darum, den Geist weit zu halten, weiter zu denken, größer zu denken, keine Beschränkung zu haben. Und du wirst sehen, alles wird folgen, wenn der Geist offen ist. In dem Moment, in dem Zweifel da sind, in dem Moment, in dem Abers da sind, in dem Moment, in dem geistige Beschränkungen da sind, wirst du die Beschränkung sein. Bleibe in der Vorwärtsbeuge, löse deine Hände, bring die Hände nach vorn. Vielleicht ist es auch hier, da wo du die Dehnung spürst. Atme ruhig und gleichmäßig tief ein und wieder aus. Spüre, wo dein Punkt ist, wo du hier arbeiten möchtest mit deinem Körper. Aktiviere die Oberschenkelmuskeln und drück die Zehenballen weit weg von der Körpermitte. Komm einatmen, langsam wieder nach oben.
greife dir bitte deinen rechten Fuß, setz den rechten Fuß an die Innenseite deines linken Oberschenkels, die Ferse ist im Dammbereich. Nimm bitte noch einmal deinen Gurt, leg den Gurt, Schal oder Gürtel machen es auch, um deinen linken Fuß. Greife mit der linken Hand den Gurt, so dass du erstmal gerade aufgerichtet sitzen kannst. Wir wollen nochmal in die Körperseiten gehen. Wenn du hier, wenn das Knie sehr weit oben ist, legst du natürlich was unter. Und ansonsten lass gern mal deine rechte Hand in der Hüfte, dass du merkst, dass die schwer am Boden bleibt. Und jetzt dreh auf, dreh zu deiner Link, also nach vorne bzw. nach rechts, drehst du nach vorne und dann nach rechts. Und wenn du weitergehen kannst, kannst du vielleicht den Gurt weiter vorne greifen und eventuell kannst du hier in so eine wunderbare Öffnung deiner rechten Körperseite gehen. Bring den rechten Arm weit nach oben und eventuell kann der rechte Arm zu deinem linken Fuß gehen. Vielleicht brauchst du auch den Gurt gar nicht, aber für diejenigen, die ihn brauchen, ist das hier eine super Idee, um tief in diese seitliche Beuge hineinzukommen. Ruhiger Atem, gleichmäßiger Atem, tiefer Atem. Noch zwei, drei. Tief in die Öffnung ein und wieder aus. Wenn du hier tief drin bist, kannst du gerne noch versuchen, die linke Hand zu deinem rechten Oberschenkel zu geben, die rechte Hand zum Fuß und der Blick geht am rechten Oberschenkel vorbei. Wenn es leicht geht. Einatmen, langsam wieder nach oben kommen, wieder zur Mitte zurück, nachspüren, dem Körper danken, dass er dir das alles ermöglicht. Und dann geh in den Seitenwechsel hinein, der rechte Fuß, das rechte Bein streckt, das linke Bein gewinkelt, die Ferse in Richtung Damm. Und du guckst, wenn du mit dem Gurt arbeiten möchtest, ist das ein sehr gutes Hilfsmittel. Die rechte Hand greift die Gurtenden und dann schau, was möglich ist. Du kannst gerne auch hier den Unterarm abstützen, den Ellenbogen. In dieser Variante bleiben völlig fein, wenn du hier eine Dehnung spürst. Wenn du weitergehen möchtest, dann schraub dich hier in diese Haltung rein, so als würdest du so eine Schraube festziehen oder auch locker ziehen. Die linke Schulter geht zurück. Wäre jetzt eher ein Aufdrehen nach links. Die linke Schulter geht zurück, du bleibst offen und wenn du möchtest, geht die linke Hand hier mit in diese Haltung hinein. Wenn du möchtest, greift auch die rechte Hand den rechten Fuß. Ruhiger Atem, tiefer Atem, gleichmäßiger Atem. Bleibe sowohl im Körper offen, als auch im Herzen und vor allen Dingen im Geist. Das, was du denkst, das bist du. Einatmen, komm langsam wieder aus der Haltung heraus und löse dich hier aus dem Sitz. Bitte ein Ausgleich hier, setz die Hände zurück, komm noch einmal in die Tischposition hinein, drück die Füße in den Boden, die Oberschenkel sind aktiv, der Blick geht nach oben Richtung Decke. Ruhiger, gleichmäßiger ein, langer wieder außer Atem. Und dann setz langsam das Gesäß Richtung Boden zurück. Finde bitte eine Sitzposition deiner Wahl, die dir Freude bereitet, wo die Wirbelsäule gerade ist und wo du eine gute, gute Basis hast. Bring Zeigefinger und Daumen aneinander. Lass die Schulter nach hinten unten fließen. Schließe die Augen, fokussiere dich am Punkt zwischen den Augenbrauen. Überwinde deine Grenzen, geistigen Grenzen, deine Vorstellung von den Dingen, wie sie sein müssen, was du für Bedürfnisse hast, was du erwartest von dir selbst und natürlich auch von anderen. Überwinde all diese ganzen Beschränkungen und werde für einen Moment ganz offen und frei. Lass alles möglich werden, was in deinen Geist kommt, ohne Aber, ohne Wenn, ohne Dann.
Bring die rechte Hand ins Vishnu Mudra, leg den Daumen, den Ringfinger auf den knöchernen Ansatz der Nase. Atme ruhig und tief ein, lang wieder aus. Atme tief ein, verschließe die linke Seite mit dem Ringfinger, lass die rechte Seite ganz oder teilweise offen, atme rechts aus. Atme über die rechte Seite ruhig, gleichmäßig wieder ein, zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Verschließe die rechte Seite, von dort atme über die linke, vollständig oder teilweise geöffnete Seite wieder aus. Links wieder einatmen. Links verschließen, rechts öffnen, rechts wieder aus. Fahre fort in deinem eigenen Atemrhythmus. Du kannst am Ende des Einatems den Atem gern für 1-2 Sekunden halten, wenn du die Stellung deiner Finger veränderst. Halte den Fokus auf jeden Fall am Punkt zwischen den Augenbrauen. Je mehr du die offene Seite deiner Nase auch verschließt, desto länger, desto feiner wird der Atem. Auch hier, es soll leicht gehen. Freude bereiten. Jetzt einen energetischen Ausgleich schaffen. Wenn du das nächste Mal über die linke Seite eingeatmet hast, löse bitte die Hand von der Nase, atme über beide Nasengänge ruhig wieder aus. Roll die Schultern nach hinten unten, heb dein Herz nach vorne in die Raummitte hinein. Lass den Scheitelpunkt nach oben streben. Fokussiere dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, Mitte deines Kopfes. Fokussiere dich nach oben zu deinem Scheitelpunkt, ungefähr 10-15 cm über der Krone deines Kopfes. Halte die Aufmerksamkeit. Erwarte nichts, erhalte alles. Atme tief ein. Bring bitte deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Daumenwurzel berührt das Brustbein. Spüre dich jetzt am Ende der Stunde. Was hat sich verändert? Wer bist du jetzt in diesem Moment? Was ist vordergründig? Erinnere dich daran, dass dieser Zustand dein ganz normaler, ursprünglicher Zustand ist. Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Namaste. Vielen Dank, ihr Lieben, für diese Stunde. Ich hoffe, du konntest deinen Geist öffnen und den Körper natürlich auch. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, fürs mit mir gemeinsam praktizieren. Gern
bis zum nächsten Mal. Bitte Shavasana jetzt folgen lassen. Wenigstens 5 Minuten, gerne auch 10. Vielen, vielen Dank.